Ja, wie hat meine Verwandlung stattgefunden? Ich würde sagen, es waren die Männer, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und wie oft, dass ich als Frau herumlaufe, kommt drauf an, oft tageweise. Aber mich gibt es natürlich auch als Mann. Was ich von der Conchita Wurst halte, ich finde sie toll und in gewisser Art und Weise sind wir uns ja sehr ähnlich, denn wir wissen natürlich beide, was wir wollen. Ja, was törnt mich richtig an, ist eh klar, ihr Männer natürlich. Ich mag es, wenn man mich begehrt und wenn man mich aber auch dann ordentlich annimmt. Ja, auf was stehst du überhaupt nicht? Was nervt dich total? Ja, was nervt mich total? Total nervt mich natürlich, wenn ich was vereinbare, ein Treffen und mein Gegenüber erscheint nicht. Das ist so, was mich am meisten nervt. Ja, gibt es bei dir eine bevorzugte Schwanzlänge? Ja, das ist natürlich ein Thema. Bei mir, ich würde natürlich sagen, unter 18, 19 cm nicht, umso dicker, umso besser. Ich bin natürlich schon einigermaßen gut eingeritten, aber unter 18 cm, das ist nichts für mich. Ja, lieber aktiv oder passiv, kommt drauf an, ist eigentlich unabhängig, kommt auf mein Gegenüber drauf an, bin natürlich auch gern passiv. Aber kann auch die aktive Rolle übernehmen. Was würdest du neugierigen Männern empfehlen? Ja, probier das mal aus. Kommt zu mir, kommt zu einer Transvestite. Einmal gekostet und ihr werdet nicht mehr loskommen. Also sucht Gefahr. Ciao!